Wie stehe ich zu mir und zu den anderen, wenn die Kinder selbstständig werden und der eigene Körper verrückt spielt? Diese Frage stellt Eleanor Carucci in ihrem Werk Midlife, aktuell präsentiert in der Ausstellung Family Affairs im Haus der Fotografie. Ich bin Rahel Bruns und möchte mit Ihnen in dieser Folge von Intro genauer betrachten, welche Bilder die israelisch-amerikanische Fotografin für den in der Kunst weitestgehend ignorierten Lebensabschnitt der Menopause findet und welche Beziehungen zu sich und zu ihrer Familie sie zeigt. Carucci fotografiert mit sezierender Härte. Und so beginnt die Serie mit der Abbildung ihrer Gebärmutter nach der Hysterektomie. Symbolisch für das Ende der reproduktiven Lebensphase sehen wir das Organ in unbarmherzig grellen Farben, rot auf blauem Grund, in plastischer Präsenz, fast als könne man seine Wärme noch spüren. Wer bin ich? Was macht mich als Frau aus? Was noch wurde bei dieser Operation entfernt? Carucci selbst spricht von einem Gefühl von Verlust, Nutzlosigkeit und abnehmender Attraktivität. Muss das Workout so schweißtreibend sein, um noch schön zu bleiben? Oder sehen wir das Ergebnis eines der in den Wechseljahren so berüchtigten Hitzeschübe? Die Fotografin untersucht in diesem Selbstporträt ihr Verhältnis zum eigenen Körper. Wobei die klassische Komposition leicht zum linken Bildrand hin verschoben ist, irgendwie nicht zentriert wie Carucci's Körpergefühl in diesem Moment. 2 Jahre nach dem operativen Eingriff ist im Bild Mom is being crazy, Mama ist verrückt von 2017 das Lebensgefühl ein anderes. Und auch wenn die Haare der Tochter pink sind und ihr Blick skeptisch ist, reicht sie weder an Exaltiertheit noch an die Schönheit ihrer Mutter heran, die die behaarten Achseln und nackten Brüste fröhlich der Kamera zeigt. Ein Bild, das Lebensfreude und vielleicht auch Konkurrenz ausstrahlt. Die nächste Generation steht schon in den Startlöchern, hat ihren Platz aber noch nicht gefunden. Wieder ist die Komposition nach links verschoben. Diesmal ist es die Tochter, die leicht angeschnitten fast aus dem Rahmen fällt. Heute, 3 Jahre später, sagt die 16-Jährige, es mache ihr nun nichts mehr aus, von ihrer Mutter fotografiert zu werden, da sie mehr Selbstwertgefühl besitze. Auf dem Bild von damals sehen wir 2 Frauen in ähnlicher Pose, die unterschiedlicher nicht sein könnten und die beide um ihren Platz in der Welt ringen. Eindeutig hingegen, was die Rollen angeht, scheint es bei Laughing Together in the Kitchen, gemeinsam in der Küche lachend, von 2017 zuzugehen. Der lapidare Titel täuscht über das Motiv hinweg, indem wir sie bei der Küchenarbeit, ihn am Computer sehen. Hausarbeit trifft Lohnarbeit. Die Fotografin mit gelben Putzhandschuhen wendet sich lachend ihrem Mann zu, der amüsiert, aber leicht abgeneigt im Licht seines Monitors zu leuchten scheint. In umgekehrter Beziehungsdynamik sehen wir das Paar kurz nach dem Sex im Bett. Er wendet sich ihr zu, sie scheint nachdenklich, fast abwesend. Es ist ein Motiv aus einer ganzen Serie aufgenommen in diesem intimen Moment. Wir sehen in Carucci's Bildern also ein ständiges Ringen um Nähe und Distanz. Wir sehen die Suche nach der richtigen Beziehung zu sich, zu den anderen und zum eigenen Körper in dieser speziellen Lebensphase, in der sich Frauen weniger sichtbar und weniger attraktiv fühlen und von den eigenen Kindern immer weniger gebraucht werden. Carucci selbst sagt, sie begreife etwas erst dann, wenn sie es fotografiert hat. Und so lassen ihre Fotos nun uns den ungeheuren Reichtum und die Komplexität familiärer Beziehungen in der Menopause erahnen.